Das heißt also, die Frage, es geht, aber sicherlich nicht so wie bisher, haben wir ja gerade schon gehört. Das heißt, wenn wir eine neue Sinndimension haben wie die Virtualität, dann müssen wir uns eben was anderes überlegen. Angemerkt sei noch die Frage, ob es geht oder ob es nicht geht. Das ist unsere Frage, das ist eine Frage unserer persönlichen Entwicklung und nicht die Frage, ob es geht oder nicht geht. Wenn ich so an meine Töchter denke, die mit Smartphones und Internet ganz anders umgehen und die würden das sehen, was ich ihnen heute erkläre, dann würden die sagen, Mensch Papa, du hast ja manchmal wirklich komische Fragen. Also es hängt auch ganz viel mit uns zusammen. Wir haben in unserer Arbeit einige Anhaltspunkte, wenn sich Sinndimensionen ändern, auf die man nützlicherweise schauen kann. Das eine habe ich schon gesagt, dass wir oft gegen Identitäten und gegen Teile verwechseln. Wir haben ja erstmal eine Klientin, die hat ein Problem, weiß nicht recht, hat schon viel probiert, hat andere gefragt, kommt nicht weiter und plötzlich erblickt sie einen Coach. Ha, wie schön, ein Coach. Woran erkennt sie ihn? Erstmal an seiner Professionalität, das heißt an seinem spezifischen Wissen, an Erfahrung, auch an der Werteorientierung oder die Verpflichtung auf berufsethische Standards. Und die schränkt hier doch sehr stark ein im Entwickeln von dieser sozialen Qualität. Also anders gesagt, in dem Verstehen, was die Klientin nicht sagt, wenn sie etwas sagt. Weil wir eben räumliche Distanzen haben. Wir haben, wenn wir über E-Mail coachen, auch zeitliche Versätze drin. Es ist weniger Spontanität möglich, deswegen brauchen wir auch andere Grammatiken. Die Kommunikation ist schmalbandiger und deswegen können wir kaum noch Konkurrenzprüfungen machen, ob das, was die Sprache sagt, auch das Gleiche ist, was der Körper sagt beispielsweise. Mein Fazit, weil nur so lernen wir Kompetenzen, dass wir in solche neuartigen Situationen einfach reingehen, ganz mutig, dass wir dort kreativ selbst organisiert handeln und dadurch unsere Kompetenzen zeigen, erweitern und festigen. Lassen wir uns einfach nicht bange machen. Wir sollten bloß mit Herz und Hirn reingehen in die Situation, dann funktioniert es. Und darüber mit Ihnen die nächsten 2 Tage zu diskutieren, freue ich mich. Es wird sicherlich spannend. Vielen Dank.